Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks im Solo-Modus. Und heute, also mein T71 gerade am Gefecht, weil ich gerade damit gespielt habe. Heute fangen wir mit dem neuen T20 an, der leider immer noch die kleine Kanone hat. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Sieh mal Gefecht, das sieht doch schon mal gut aus. Gucken wir mal. Churchill. M6. T21 sieht genauso aus wie der T20. Kein Unterschied. Weil sie das da viel weicher ist. Komisch. Ah, der Turm sieht ein bisschen anders aus, oder? Ja. Nee, eigentlich nicht. Komisch. Naja, fahren wir mal links rüber, würde ich sagen. Würde ich sagen. Da ist mein Ping halt nicht so gut, keine Ahnung wieso. 100, ja, klasse. Mach 100. Ja. Mal gucken. Außer wir haben 30 FPS, da geht's schon. Da geht's schon. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Mal sehen, ob wir hier irgendwas sehen. Was so Hüben lang fährt. Dass man nicht so ganz so offen war, dass ich gleich aufgedeckt bin. Lass mich hier schön hinter einen Hügel verstecken. Ich dachte, der fährt mir jetzt hinten drauf. Der Hugo Erwin. Fahren wir den mal hinterher. Was gibt der noch? Eine T1 Heavy. Noch ein T1 Heavy. So, und da drüben der T21 scoutet am Berg. Hat leider noch nichts aufgescoutet. Mal gucken. Der ist ganz drüben. Panther! So. Hey Cat, yes. Ganz schön viel. Wenn ich aufgeklärt bin, will ich jetzt gleich die Arti fertig machen, aber sie hat ja noch mehr Ziele. Der Panther hat bloß mal kurz über die. Über den Hügel geguckt. Ich setze mich erst ein bisschen bequemer hin. Ja, hat getroffen. Oh, da war knapp. Hä? Sofort Brand gesteckt und die 1 Heavy, Simon. Ah, knapp. Wirkungstreffer. Treffer? Treffer, ja. Wirkungstreffer. So, irgendwie muss es doch durchgehen. Oh, sorry. Hey. Ja, mach mich zuerst fertig. Herr gegen Gott durch! Ja. Oh. Ich das wieder. Ja, komm. Glatter Durchschuss. Ach komm. Ja, toll. Super. Wann habe ich überhaupt angefangen? Keine Ahnung. Ich glaube 37. 37 oder 38 oder so. T71 gerade eine gute Runde. Was habe ich denn gekriegt? Wachposten und was ist das? Aufklärer, Wachposten und Aufklärer. 70.000 Credits. Ist aber nicht schlecht. 70.000, so viel habe ich auch noch nie gekriegt mit dem T71. Für Event, irgendwas, für irgendwas gibt's extra Credits, 25.000. Nicht schlecht, nicht schlecht, machen wir gleich noch eine Runde mit T71. Schon 52.000, das geht doch. Das geht doch. Es geht voran zum T69.
Guck mal, was ist das? Achso. Muruwanka. Fahren wir denn hier mal lang durch den Wald? Nee, durch den Wald ist man ein bisschen verloren hier. Als Scout-Panzer. Guck mal. Ich glaube, wir fahren durch die Stadt. Oder? Sagen wir. Fahren wir durch die Stadt. Oh, ich denke schon. Auf geht's! Nee, nicht mit dem Scout-Panzer durch den Wald. Das ist mal ein potenzielles Opfer. Na los, wir haben den jetzt eine drauf. Ich fahre auch schon durch die Stadt. 38. Da kommt schon der Feind durch, Scout. Oh. Oh, und ihr wart auch noch Stadt ab. Ja, ich weiß. Da ist zum Glück keine Arti dabei, da geht's schon. Da geht's schon. Können wir den auch noch? Oder leider noch, nachladen. Sonst, wo steht er eigentlich? Ist der hüten? Der ist doch hüten. FCM50T. Zielt er auf mich? Ne. Ich kann schon ein paar mitgeben. Da schießt er auf mich. Ja, Panzer. Oh, leider nicht getroffen. Das hat er schlecht jetzt. Ich verziehe mich erstmal wieder hier. Fahr. Der kriegt mich nicht, er kriegt mich nicht. Ich mag den Panzer irgendwie. Mit seiner kleinen Größe, also doch ganz durchschlagskräftig. So. Gucken wir mal. AMX. Churchill. Drin ist ein Jagd. Der Jagdpanzer. So. Hier ist 300 Lasse. Warte mal, da ist er noch der Jagdpanzer. Da fährt der Churchill doch. Kann ich leider nicht treffen. Oh. Warte mal, den könnte ich doch irgendwo treffen, aber leider bist du durch dieses scheiß Fenster. Volltreffer. Ah, da hat gesessen. Mist. Noch so einer und die sind fertig. Abpraller! Oh, jetzt zielt er auf mich. Ah, meine Kollegen warten schön hin, das ist schön. Ja, wie könnten der nicht treffen? Der Kanone ist eigentlich total ungenau von S3. Könnten der nicht treffen? Gucken wir mal. Hier über den Hügel. Kann man doch über den Hügel, ja. Nee, hier schön aus der Entfernung, kann man doch mal. Oh, ich verspinne das ein bisschen. So, T-50-2 fährt dort oben lang. Tigers Blatt. Hier ist der Jagdpanzer da. Jetzt gibt es noch einen Centurion. Volltreffer! Volltreffer? Ich fahr genau vor dir. Oh. Profis. Schön. Oh. Drrr, fahr, fahr, fahr. Hat er sich doch bestimmt. Noch so einer und die sind fertig. Glatter Durchschuss. Wie gesagt, ich mag den Panzer. Damit kann man so gut andere Leute ärgern. Komm, ziel auf mich. Sag ich doch. Ärgern macht Spaß. Andere Leute ärgern macht Spaß. Mit dem Panzer. Ach.
die alle hin? Wollt die von mir ausreißen? Nochmal. Ja, komm, fahr rüber, dass ich da warten muss, bis du vorbei bist. Mama, wo will der hin? Wo will denn der Jumbo hin? Wo will der Jumbo hin? Er wollte auf mich warten, hat er gesagt. Volltreffer! Oh. Volltreffer! Was? Das muss wehtun! Gott sei Dank, das kann doch nicht sein, dass da kein Schaden macht. Das muss wehtun! Schön. Glatter Durchschuss! Los, nachladen. Hallo Centurion. Oh, T-50-2. Das ist der letzte, den es gibt. Das Goldpanzer hat bis zum Schluss überlebt. So, wieder ein schöner Sieg mit dem T-71. Ach, macht schon irgendwie Spaß. Mit dem kleinen, flinken Vieh. Und diesmal aber bloß 1200 und 32.000. Das ist schon irgendwie cool. 69, 118.000. Ach, gucken wir mal, was haben wir hier noch so? Super Pershing. Dafür brauche ich dann den IS-3 verkaufen. Das ist jetzt schon, wenn ich den T69 freigespielt habe. So. Ruinberg. Mit dem Super Pershing. Ach, ein Tier 9 Gefecht. Gucken wir mal, wo wir hier irgendwas erreichen können. Außen lang. Ah, wenn die ganzen Heavys wieder außen lang fahren. Los geht's! Die Heavys durch die Stadt fahren. Aber seht euch, würde ST1 außen lang fahren? Nee, oder? Nee, der fährt, doch, der fährt außen lang. Ne, das reicht. Drei Außen lang. Das muss reichen. Wir werden hier mal durch die Stadt fahren. Juhu, FPS-Einbrüche. Heute war endlich mal wieder schönes Wetter draußen. Seit langer Zeit mal wieder. Und kein trüber Himmel. Wenig von uns durch die Stadt. 3, 4, 5. Wieso? Da muss dies an der Ecke da, das muss aber reichen. So. Meine Nase krabbelt. Muss erstmal ein bisschen kratzen. Kratzen. Wie nennt man den Drink, den du mir zusammengemixt hast? Was? Grüne Wiese. Ich fahr mal neben der Kirche. Oder neben die Kirche. Gucken, was wir da so erreichen können. Natürlich ein Panda 2. Der Tiger 2 will es wissen. Wetter ist schön. Leider nicht getroffen. Gucken wir mal, ob er nochmal rauskommt. Dann kann man auch nochmal einen versammeln. Keine Ahnung, ob der getroffen hat. Endlich können wir durch den Busch durchgucken. Nee, wir haben leider nicht angekratzt.
komm. Komm doch mal raus. Komm doch mal raus. Volltreffer. Oh, Kette kaputt. Das tut mir jetzt aber leid. Hat er repariert. Hat er repariert. Drei Artis. Häufig fahren die rüber und machen die Artis platt. Schön warten. Oh, da ist die Kette wieder kaputt. Tut mir aber jetzt ganz leid. Der ging nicht durch. Ja, schön. Komm, Komet. Los. Unser Seitenteam hat verloren. Leider nicht getroffen. Orten hat daneben gefeuert. Der hat natürlich Schaden gemacht. Wir haben sie böse erwischt. Schlecht. Die sind fertig. Klarer Durchschuss. Klarer Durchschuss. Der ging klar durch. Natürlich staubt mir dann jemand anders ab. Oh, klasse wieder. Natürlich wird er von irgendjemand anders natürlich geholt. Statt dass er da ganz außen steht, mal die Artis holen fährt. Oh. Doch, Cap. Nix, no Cap. Nur weil er Abschüsse braucht. Ja. Frag ich mich auch, warum. T59. Das ISO hat mal wieder versagt. Aber leid. Panzerung nicht durchschlagen! So, wieder nicht durchschlagen. Los mit Goldmoney. Der ging glatt durch. Der ging nicht durch. Oh. Na komm, schieß auf mich. Schön. Ach, die M12, der holt da statt die Artis ab, war nicht besser als kann der ST1. Ist klasse. Ich fahr bloß durch, um die Artis zu kriegen, was anderes kann ich nicht abschießen. Cool. Müsste auch fast meine Crew, die im Super Pushing sitzt, müsste auch mal die Fertigkeit auf 100% haben jetzt langsam. So. Geschafft. Sehr schöner Sieg. Und 55.000 Credits, 2.000 Erfahrung. Sehr schön. Und jetzt machen wir mal eine Runde Panzer 3. Arl, habe ich heute noch nicht. Ich habe heute noch nicht gewonnen mit Arl. Hatte ich echt ein paar gute Runden und dann habe ich. Also gestern, jetzt hatte ich aber bloß noch Pech mit dem Panzer. Begegnungsgefecht, da werde ich gleich mal auf den Hügel rauffahren, mal gucken, ob ich da was holen kann. Oh, mein Rücken tut schon wieder weh, ey. Ja, werden wir mal rauffahren. Mal gucken, was hat der hier vorne drauf, ein Zeichen, irgend komisches. So.
T34-58. Sogar mein Tier 6 gefecht. Sehr schön. So. Legen wir los. Fahren wir mal rauf. Fahren wir mal rauf. Und oh, geht's ja mit dem größten Motor. Kann man schon relativ gut drauf fahren. Das sah schneller aus wie ich. Ist ja auch ein Scout-Panzer. Schon ein bisschen arty-safe. Ein kleines bisschen wenigstens. Leopard. Da ging voll durch ihre Panzerung. Da wird es gemacht. Was? Jawohl. Habe ich doch genau im richtigen Moment geschossen. wie viele sind da runtergefahren? Kann man auch gleich drüber fahren. Ach, da ist da noch was. AMX-40. Ja, genau. T-34. Das ist echt super, wie du dich da hinstellst. Oh. Schießt die Art. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ist der halt bescheuert oder was? Ja, das ist nicht so klar, dass ich da daneben schieße. Ich wollte gerade sagen, du brauchst dich doch nicht dafür zu zerstören. Der ist abgeprallt, natürlich. Hinten aufs Heck. Beim AMX-40. Ich bin Stufe 4 Panzer und ich halte einen Stufe 6 Panzerschuss ab. Sehr schön. Tolles Team, was wir jetzt Gegner hatten, und unsere Typen, die unten waren an der Basis, ist dann auch schon wieder gut. Die schweren Tanks, die rübergefahren sind unten lang. Gucken wir mal. Am liebsten würde ich einen draufhämmern. Das ist eine Blödheit manchmal. Manche sind aber doof, die stellen sich immer vor dir. Immer. Geht aber schnell zum Cap und die Gegner abfahren. Ja, der hat noch ein HP übrig nach dem Schuss. Wir können natürlich noch eine versemmeln und jetzt gleich, ja, tot. Typ T-34. Gucken wir mal. S, die müssen zuerst weg. Die machen am meisten Schaden. VK. Wir haben sie erwischt. Schön nicht auf der, aus der Ferne drauf ballern. Ah, den Hammer. Es wird trotzdem kein Sieg. Nee, den haben wir nicht. Und jetzt wollen wir schön klug noch kämpfen. Wird man es noch schaffen vielleicht. Der ist abgeprallt! Ist abgeprallt. Kette beschädigt! Ja, gut. Kette beschädigt. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Der ging voll durch ihre Panzer. Der hat noch 2 HP übrig. Sind das normal? Kette verloren. Gegnerisches Fahrzeug Kette ausgeschaltet. Kaputt. Ah, das nützt aber nicht. Das ist ein Stück. Den K1S, den macht er doch noch. Ich frage mich, ob das Stück Karten steht. Ein K1S platt gemacht. Wo kann ich den jetzt erwischen?
natürlich nicht erwischt. Leider. Los, jetzt hol ich ihn aber gleich. Den haben wir fertig gemacht. Sag KV1S. Ja, so stehen bleiben, KV. Jawohl, sehr schön. Gemacht. Jetzt ist bloß noch das Stück da. Wo wird's denn hingefahren, so das scheiß Stück? 6 Abschüsse, das dauert mal gut. Auch mal während der Aufnahme 6 Abschüsse. Sehr schön. Ja, ich bin das Stück und mach dich fertig. Genau, ein Turm, ey. T34 vom. Was macht denn der für eine Scheiße? Deck's mal auf. Ist auch schön, das fährt wieder lang. Das verzieht sich ja, das kleine Scheißstück. Ich möchte unbedingt ausreißen. Wenn er jetzt unseren T-34-85 fertig macht, weiß ich auch nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Da müsste doch fast schneller nachladen. Alle beide, die übrigen KB-Zahlen sind auch nicht schlecht. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch aufrollen. 6 Abschüsse. Dürfte doch ein Krieger geben. Während der Aufnahme hatten wir auch noch nicht so oft. Ja, sehr schön. Was ist das? Die Langklare-Medaille. Verliehen an Spieler, der innerhalb eines Gefechts 4 gegnerische Fahrzeuge im Basisbereich zerstört. Ah, gut. Krieger, Verteidiger. Sehr schön. Sehr schön. Wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr so viel. Machen wir noch eine Runde Leichttraktor? Nee. Wir machen nochmal eine Runde T71. T71. Camping Kafka. Begegnungsgefecht. Dann wollen wir doch gleich mal auf dem Hügel vorne gucken, was passiert in T71. Hatte ich von No Hill, No Win. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Verstanden. Ich kann KV4, ich muss mir alles sagen lassen. So, fahren wir einen Hügel auf. Dann kann ich mir das aufklären. Außer natürlich der Super Pershing rammt mich jetzt gleich nach hinten weg. Super Pershing bleibt natürlich hier unten bei der Kirche stehen. Naja, fährt doch nicht drauf. Ich fahr erstmal auf und guck mal nach, was so kommt. Haben wir auch Adria, 3 Stück, das ist doch gut. Gehen wir doch gleich mal ein bisschen aufklären. Vielleicht können wir da nochmal so eine Unterstützermedaille oder Wachposten. Für was es auch immer jetzt 25.000 extra Credits gibt. So. Sind wir schön oben. Noch kein gegnerisches Scout hochgefahren. So, werden wir mal einen Blick wagen, oder was sagt ihr? Hallo. Kein nicht mehr. Ah, da steht noch ein Tiger im Wald. Was? Na los, Artis, ihr könnt doch drauf schießen. Ich steck's extra nochmal für euch, Artis. Oh. IS-3 verzieht sich wieder runter. Ist aber schön. Ja, ich will's auch mal sagen. Dass ihr endlich mal schießt. Ah, da haben wir doch noch mehr aufgedeckt. Auch schön. Also, 1S.
IS-3, T-34, oh. Natürlich, IS-3 schießt von dort unten auf dich, aber ich mache einen Munitionstreffer direkt. Oh, der Arti schießt auf mich. Oh, erstmal. Ja, genau, so war es. Das geht alles mit auf mein Konto. Fuck you, Hummel. Volltreffer. Ah, der hat ja seine Kette beschädigt. Aha. So schön, ja, genau. So macht er das schön. So ist das schön. Oh, der traut sich echt noch hoch. Sind das. Oh, jetzt macht er den größten Fehler, den er machen konnte, dort auf dem Hügel. Fährt wieder runter. Der KV-4 ist doof. Oh, IS-3. Ich bin ein kleiner IS-3 und muss auf den Scout-Panzer schießen. Ich bin die Arti und muss auf den Scout-Panzer schießen. Oh. Tut mir aber leid für euch. Die Visierung stimmt nicht mehr. Kette kaputt. Oh, schade. Oh, der IS-3. Da ist aber etwas. War aber etwas angepisst. Ah, schön. Hält echt viel aus, der KV-4. Sitzt aber nichts aus der Entfernung. Er muss ein bisschen wegstehen. Los, jetzt IS-3. Warten wir mal noch das Ende dieser Schlacht ab. Das kann nicht mehr so weit entfernt sein. Unser Benzintank wurde getroffen. Aber ich frage mich, was die hier machen. Eine unserer Ketten ist zerstört. So, der Idiot, ne? Hier, was machen die? Ja, ist es auch. Campen ist für Loser, genau. Wozu warten die hier hin? Worauf warten die? Wenn wir hier drüben durchbrechen. Worauf wollen die denn noch warten? Tja, wären sie mit rübergefahren, wäre alles gut gelaufen. Aber nee, sie mussten ja stehen bleiben, bis alle drüben weggeschossen sind. Echt Idioten. So, jetzt deckt da unser Artis auf, der T71 aus. Natürlich, da treffen wir jetzt mit dem Tiger, was ich nicht glaube. Da schießt natürlich drauf. Man muss aber ganz schön in eine Fahrtrichtung zielen. Da müsste er jetzt ein bisschen spotten, aber nein, er bleibt ja drüben stehen. Statt dass er sich mal opfert. Oh. Gott. Gott, oh Gott. Sie kann jeden Moment reißen. Kette beschädigt. Schießen sie natürlich auch auf den KV-5. Der einzige, der capped. Und der T-34 machen wieder. Ne, ich will KV-5 von hinten anschießen. Die haben uns eine Kette abgeschossen. T-34-5-8. Was macht denn der KV-5? Das will doch der T-34-5-8. Sie haben unseren Benzintank getroffen. Dreh den Turm nach vorne. Wir haben die Kette repariert. Schnell löscht das Feuer. So, jetzt brennt er nieder. Sehr schön, weil die mal wieder geträumt haben. Nice Camping Team. Ja. So. Das kann noch lange dauern. Der Tiger jetzt. Oh ja, der Tiger greift an. Ja, das stimmt. Der KV-5. Aber was soll der machen? Einer muss ja. Resetten, wenn es der T-34-5-8 schon da lieber hinten wartet. Gucken wir mal. So, der Tiger 2 hat sich in Stellung gebracht.
Jetzt werden sie schön abgefarmt, der Rest. Die warten jetzt hier. Mann, sind die doof. Paranoi. Mhm. I'm Sprott. Sprott. I'm Sprott. From hell. Hm. Oh, was machen die noch? Aua, aua. Ja, das stimmt. Ah, Heavies go to hell. Wenn alle mit raufgegangen wären, hätten wir locker gewonnen. Aber nee, 5 Heavies mussten ja bei der Kirche kämpfen. So. Vielleicht gewinnen wir es ja noch, was ich nicht glaube. Hallo, ist die 34, schieße auf den Panther. Ja, das hat er jetzt echt gut gemacht, der T-34. Dass er nicht hinten runter fährt, das ist sehr schön. Die deckt jetzt den Panther auf. Und dann ist er bloß ein Jagdpanther. Da kann der T-34 kann auch sterben. Und wir haben ja noch unseren Tiger, unseren Camping-Tiger. Noob Tiger. Der macht überhaupt nichts, der Tiger. Alter, ein Panzer zu. Sehr schön. Da ist jetzt fast aber gleich mal einen ordentlichen drauf. Was macht denn unser Arti bitte? Nach dem Jagdpanther geholt, sehr schön, da ist ja schon fast gewonnen, das Spiel. Was schießt? Jawohl. Kassner Balkanplan. Kassner. Ist aber nicht Kassner Crew, oder? Paranoia. Muss ja gleich mal gucken. Das war ja extrem. War ja mal ein Zufall. Mal. So, nur noch Artis da. T-34 wird beschossen von der Artis. Aber gleich wird es den Artis wollen. Unser Tiger 2. We got to biggest noob of team. Useless tank. Ist ja so. Der Tiger, der stand die ganze Zeit hier drüben und hat gekämpft. Jetzt fährt er los, wo der Let nur noch einer da ist. Obwohl das einer der besten Panzer ist. Same fuck like KV-5. Same shit. Nee, warum? Ich hab ein T-71 gespielt. So, ich wünsche euch schon mal noch einen schönen Abend. Das Spiel muss jetzt gleich vorbei sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein und denkt immer schön ans Abonnieren, ans Liken und ans Teilen. Wir gucken noch das Spiel zu Ende an, sehen uns dann noch die, sagen wir mal so, die Credits an. Mitwirkende Michael Grunert, T71. Nein, nicht diese Credits. Ja, jetzt der Tiger 2 ist losgefahren, wo noch eine Arti da ist. So ein großer Idiot, ey. Was wollen wir? Das ist einer unserer besten Panzer gewesen, die wir hatten. Wieso bleibt da hinten stehen? Das ist doch sinnlos. Der hätte locker mit auf den Hügel fahren können. Stört das irgendjemand, wenn es zu wackelt? So. Und jetzt wird er noch einen Eroberer einkassieren. Hm. Tiger to want the Conqueror medal.
Ja, für nichts tun dann auch noch eine Medaille kassieren. Nee, nee. For nothing. So, aber er wird sie nicht mehr bekommen. Er wird sie nicht mehr bekommen. Außer natürlich der Tiger. Und der sehr schön. Wie gesagt, noch einen schönen Abend. Viel Spaß noch. Bis morgen. Tschüss.